Jo, moin Leute, Browser XL hier. Herzlich willkommen zu Folge 39 von Train Fever. Wir sind zurück in Othmarsch. Das wollen wir heute auf jeden Fall weiter erschließen. Aber vorher muss ich noch einen Fehler korrigieren, den ich gemacht habe. Nämlich, wie wir hier sehen, dieser Bahnhof da, ne? Ist ein Frachtbahnhof. Das ist ziemlich blöd, weil, da gehört er nicht hin. Deswegen müssen wir halt eben sehen, dass jetzt dieser Zug hier erstmal schön dort verschwindet. Und sobald er das tut... Genau, mach dich mal weg. Kommt der Schienenbus schon? Nee, ich glaube nicht. Okay, das müsste reichen. So, weg ist er. Jetzt nehmen wir nochmal Hübsches. Nehmen wir den. So, schauen wir mal. Da will er mich den nicht ransetzen lassen. Das gefällt ihm nicht. Da müssen wir noch ein Stück Schiene abreißen. Okay, von mir aus auch das. Mhm. Ich habe so ganz generell keine Lust, dass ich den da ranbaue. Oder wie sieht das aus? Aha, da hat er dann auch keine Lust mehr. Ah, fängt ja gleich wieder gut an, die Nummer hier. Ja, das kommt davon, wenn man da mehrere Folgen hintereinander gleichzeitig, oder was heißt, nicht mehrere hintereinander gleichzeitig aufnimmt. Das ist natürlich Quatsch. Sondern halt eben, hintereinander aufnimmt. Das ist dann natürlich dann schon hochgradig problematisch, wenn man dann vorher auf Frachtbahnhof umstellt. Dann aber irgendwie vergisst, oh, vielleicht sollte ich ja nochmal wieder auf einen Personenbahnhof gehen, damit die Nummer dann auch, ja, wieder funktionieren kann. So, wo ist das Stück Gleis, das ich suche? Hier ist es. So, weil ich will jetzt natürlich sehen, dass wir so schnell wie möglich... So. Dass wir so schnell wie möglich hier die Schienen wieder dran kriegen. Lass mal sehen. So, das sieht gut aus. Jawohl, alles klar, tutti. Wunderbar, passt. Dann müssen wir hier jetzt noch die Schiene wieder zusammenführen. Kriegen wir sogar hin. Signale. Machen wir da hinten noch. Dann müssen wir hier jetzt noch das entsprechende Einfahrtsignal hin. Und schon sieht es wieder so aus, wie ich das gerne hätte. Okay, machen wir weiter. Im Text, wir wollen natürlich jetzt Othmarschen erschließen, das ist klar. Ich habe mir da schon ein bisschen was ausgedacht. Fangen wir mal gleich mal an. Mit... Aha, was ist hier? Mit den dazu passenden Straßen, obwohl, warte mal, ich mache... So, das geht so nicht. So, das wird dann nicht genug Platz. Okay. Zug 43 hat seine Lebensdauer erreicht. Okay. Lass mal schauen. Ah, ein Dampfzug. Der REO 150 ist das. Den müssen wir uns merken. Den werden wir dann, denke ich mal, so zum Schluss dann nochmal anfassen. Da kommt... Unser... Ah, ne, warte mal, das machen wir anders. Ha, super, ich finde das genial. Herrlich. Okay, die war jetzt ein bisschen überflüssig, also diese eine Strecke hier, diese eine Teilstrecke, die war jetzt ein bisschen überflüssig.
Das macht aber nichts. Da werden uns schon nicht die Zähne durchaus fallen, da bin ich mir ganz sicher. So, wie sieht das denn aus? Das geht ja mal so gar nicht, aber es ist so gewollt anscheinend. Okay, na gut, ich werde mich nicht drüber scheren. Also, hier fahren wir los. Hier setzen wir die erste Haltestelle hin. Da gibt es eine. Dann fahren wir hier noch ein Stück dahin. Hier nehmen wir wieder welche auf. Und da. Da habe ich was vergessen, denn ich wollte ja noch hier durch. Zip, zip, zap, zip, zip, zap. Hier runter. Dann hier im bereits entstehenden Industriegebiet. Das ist Wahnsinn. Du brauchst da nur ein bisschen was. Also du gibst den Leuten nur die Ahnung, dass da was sich tun könnte in der nächsten Zeit und schon geht die wilde Wutz da dann auch los. Aber da werde ich mich ganz sicherlich nicht beschweren. Wir haben hier ein neues Depot, richtig schön, eine Araltanke, die finde ich ziemlich cool gemacht. Auch die Autos passen genau in unsere Zeit, finde ich absolut genial. So, jetzt brauchen wir eine Linie. Diese Linie nennen wir SVG Rotmarschen. So, und dann werden wir diese mal einzeichnen. Wir starten am Bahnhof. Und fahren dann... Ach nein, genau das wollte ich eben gerade nicht. So, denn er soll ja hier über den Pinselweg fahren. So, hatte ich mir das gedacht. So. Und wieder zurück. Das sieht doch schon mal nach was aus. Die Häuschen, die lasse ich da jetzt stehen. Da können wir vielleicht dann irgendwann später nochmal eine Linie drauf begründen, würde ich sagen. Okay. So, dann brauchen wir jetzt einen Bus. Wir haben 872 Millionen, da muss ich nicht mehr wirklich gucken. Der beste, den wir zur Verfügung haben, ist der Mercedes-Benz O6600. Den gibt es bis 1990. Kann 15 Passagiere fassen, im Gegensatz zu den beiden Saurern, die nur 13 können. Ist das unwesentlich mehr. Aber er ist mit 80 km/h schneller und wir haben hier ja die großen Straßen gelegt. Das heißt, die kann er auch wirklich fast ausreizen. Deswegen kriegt er die Busse auch. So, mal das mal zumachen. Und dann werfen wir doch mal einen Blick auf die Kiste. Stellen wir uns hier mal an den Straßenrand und schauen uns die guten Stücke mal an, wie sie hier ausrollen. Ja, sehr schön, wie ich finde. Absolut genial. Hier tauchen auch schon die ersten Leute auf. Wie sieht's aus? Bringst du schon was mit? Nee, noch nicht. Okay. Dann eben nicht. So, hier auch noch nicht. Das ist klar, wir hatten halt eben nichts zu liefern. Das ist natürlich eben echt total Mist, weil wir hier einen Frachtbahnhof hatten. Da habe ich echt nicht aufgepasst. Egal. Hier sind jetzt die ersten Leute auf jeden Fall dann auch mit dabei. Das heißt, wir können hier dann davon ausgehen, das bewegt sich. So, in der letzten Folge hatten wir gesehen, dass Othmarsche schon ganz massiv Fracht von dieser Sägemühle da hinten bekommt. Die wollen wir natürlich selber in irgendeiner Art und Weise beliefern. Das ist ja klar. Und deswegen kommen wir jetzt bei und machen hier einen kleinen Straßenausbau. Einerseits zur Sägemühle und dann zum anderen dahin, von wo die Fracht kommt. Das Gute ist, wir haben gleich ähm,
am Ortseingang das Industriegebiet oder zumindest ein Teil davon. Und da können wir dann natürlich richtig schön die Büchsen auflaufen lassen. Das werden wir dann auch tun. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir wieder Frachtladeplätze. Ist ja klar. Einen hier. Einen da. Und einen hier. Stelle ich hier direkt wirklich dann auch rein. Weil ich glaube, das sieht ganz cool aus. So, dann brauchen wir Linien. Und zwar brauchen wir eine neue Linie. Nur die Straße anzeigen, bitte. Dankeschön. Das ist natürlich Quark. Alle anzeigen. Wir brauchen Gütertransport 14. Gütertransport 14 findet von Othmarschen Nord nach Oberothmarschen statt. Und wir brauchen Holztransport 8. So, Holztransport 8. Holztransport 8, der ist von hier hinten. Hier zur Sägemühle. So. Das passt. Und jetzt brauchen wir noch ein paar LKWs für das Ganze. Aber da habe ich ja unsere kleine Aral-Tankstelle. So. Dann brauchen wir hier einmal Holzplatten. Der transportiert Güter. Wunderbar. So, drei Stück. Linie zuweisen. Das wird Gütertransport 14. Und dann haben wir hier noch den eigentlichen Holztransporter. Oh yeah. Aha, da kommt was Neues. Aha, saurer Alpenwagen. Auch nicht schlecht. Das wird Holz 8. So. Die rollen hier schon fleißig los. Das sieht gut aus. Die können natürlich auch in der Stadt schon ordentlich heizen. Das finde ich ganz prima. So, jetzt lass mal, zeig mal hier nur sichtbare an. So. Gütertransport 14, 42, 92. Ja, wunderbar. Das sind Zeiten, die sind absolut komfortabel. Die werden wir so auch dann nutzen. So, so wie es aussieht. Prima. Hier sind schon die ersten Passagiere aufgeschlagen. Tutti. So. Das kommt also alles in Bewegung. Und hier stehen auch schon welche rum. Ah, herrlich. Dann sollten wir jetzt mal kurz den RE150 angehen. So. Das ist Hammerbrook nach Tatenburg. Der Tatenberg. So, Hammerbrook ist hier. Das ist günstig, denn... Nee, das ist der RE160. Schade. Gut, dann fangen wir gleich schon mal an, hier die entsprechenden Arbeiten zur Verbesserung. Zug im Weg. Was soll denn das? Kommt der her? Nee, der ist hier. Der fährt darauf. So. Elektrifizieren das Ganze. Jawohl. So, und hier ist natürlich jetzt im Moment richtig Rabatz, weil wenn ich das richtig gesehen habe, dann sind die auch sehr gut verteilt. Sieht so aus. Hier kommt die andere Büchse an. Muss ja hier schon... Da fährt der. Aha. Da kommt schon der nächste. Machen wir das mal schneller. So. Und meine Hoffnung ist, dass wenn der hier erstmal da runter ist,
sehr gut. So, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Fahrzeugersatz wählen. Dann nehmen wir die übliche Kombo. Ja, guten Morgen. Sagen jo. Mach mal. So, der wird dann hier jetzt noch. Okay. Gut. Hier kommt er jetzt wieder raus. Auch gut. Aha. Was habe ich denn hier gemacht? Ach, das ist die Idee dahinter gewesen. Ja, okay. Dann lassen wir den nochmal schneller fahren. So, und dann gucken wir mal, ob hier alles gut ist. Doch, ich glaube. Gut, Tram 71. Bin ich relativ leidenschaftslos, das Tramgeschäft. Lassen wir einfach jetzt erstmal so durchlaufen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Okay, damit haben wir hier dem RE150 auch schon mal unsere entsprechende Aufwartung gemacht. Hier habe ich noch einen laufen. Das ist der RE150. Also da gucken wir auch gleich dann nochmal rein. So, soweit, so gut. So, jetzt geht's zurück nach Othmarschen, denn Othmarschen hat noch eine weitere, wie ich finde, sehr gute Einnahmequelle. Lass mal sehen, wie sieht's denn aus mit Jenfeld? Guck mal, Jenfeld kann zum Beispiel noch jede Menge Güter gebrauchen. Und ich würde mal behaupten, auch Duvenstedt, oder? Genau. So, Duvenstedt kriegt 2 von 37 Gütern. Woher wohl? Nein, Cargo. So, wie ihr seht, bewegt sich hier Öl. Dieses Öl kommt von einer dieser beiden oder von beiden Ölquellen und landet dort. Das werden wir nachher nutzen, um dann Duvenstedt die Möglichkeit zu bieten, hier nach vorne zu kommen. Jetzt wollen wir doch mal schauen, wie wir Duvenstedt anschließen. So, ich habe mich jetzt gerade eben spontan umentschieden. Das machen wir jetzt nämlich anders. Ganz spannend. So, upsala. Da bin ich wohl irgendwie auf den falschen Knopf gekommen. So, das machen wir schön. Ach, hör mal auf. So, das machen wir schön parallel hier. Ich wollte schon sagen. Och nö, ne? Das ist doch richtig. Das sieht doch eigentlich total schick aus. Blöd. Ganz, ganz blöd. Dann eben nicht. Dann machen wir es anders. Dann schieben wir das Gleis hier raus. Eigentlich hinter dem Berg. Ich glaube, da knattern wir einfach so richtig volle Kanne mitten im Tunnel durch. So.
das sollte lang. Jetzt gucken wir mal nach Dufen steht. Wo tun wir dir denn am besten den Bahnhof hin? Das, obwohl, das hier sind alles Freizeitgebäude, ne? Genau. Das ist alles Freizeitaktivitäten. Da will ich jetzt nicht mit der Axt durch. Obwohl, ich könnte hier, warte mal. So. Bahnhof. Aha. Da haben wir hier auch noch was. So zum Beispiel. Da gibt es so eine Kollision mit den... Jetzt habe ich ja doch fast alle Freizeiteinrichtungen hier eingerissen. Sorry! So. Jetzt machen wir es nämlich so. Wir gehen jetzt nämlich hier raus. Gucken mal, ob wir... Genau, da ist unser Stück Trasse. Ja, das machen wir genau so. Der verschwindet dann da im Tunnel. Und alles wird gut. Okay, super. Dann gucken wir doch jetzt mal hier, ob wir an den neuralgischen Stellen, das ist ja immer dasselbe. Das war ja klar. Das heißt, auch hier müssen wir wieder eine Einzelbrücke ziehen. Immer wieder gern genommen. Dann ziehen wir die Weiche hier rein. So. Und den hier. Wow. Nicht so schnell. So. Und da können wir dann. So, dann haben wir hier ein Fahrtsignal. Hamburg, da hinten ist es. Ich wollte gerade sagen. Irgendwas stimmt doch hier nicht. So, und hier kommt der hin. Und dann machen wir hier unser übliches, patentiertes Browser XL. Wir segmentieren sinnvoll System. So, das sieht doch schon mal gut aus. Damit hat Dufenstedt jetzt auch einen Anschluss. Das ist auch gar nicht mal so schlecht, dass wir hier noch dieses Depot stehen haben. Das können wir nämlich nutzen, wenn wir eine Linie gemacht haben. Und zwar ist das der RE220, wenn mich nicht alles täuscht. Neue Linie. Oh, yeah. Oh, was Neues. Okay, das sieht mal ganz interessant aus, dass wir es uns zumindest mal angucken. RE... Habe ich hier tatsächlich... So. 220. Haltestelle hinzufügen. Erstmal so. Und zwar fahren wir von Rönneburg nach Dufenstedt. So, wunderbar.
Da ist die No-Hub. 130. Ja, nicht schlecht. Also wir kommen langsam aber sicher hier dieser Klasse A4 entgegen. So, lass mal sehen. Elektrische, Diesel, elektrische, europäische Lizenz, amerikanische Standardmotive F. Okay. 130 km/h. Ja, komm. Dich nehmen wir doch mal. Müssen die ja schon mal ausprobieren, nicht wahr? So, haben wir denn genug? Nein, das sind nur 3 Waggons. Wieso sind es nur 3 Waggons? So. Blub, blub. Du bist geklont. Und wir weisen dir eine Linie zu, den RE220. Dann gucken wir uns den Kollegen nochmal an. Und dann erwarten wir ihn hier gleich bei unserer Brücke, wie wäre es damit? Oha, da geht's aber hoch. Na, meine Herren. Okay, dann kann sie gleich zeigen, was sie kann. Ah, Vostok. Ich liebe dieses Zeug. So, ich sehe, da kommt er. Schauen wir uns doch gleich mal den Guten an hier. Sehr hübsch, wie ich finde. Fein, 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 fein. So, damit würde ich sagen, beschließen wir dann auch diese Folge. Und ich würde in der nächsten Folge dann beikommen. Dann machen wir Folgendes. Wir werden hier in Duvenstedt den ÖPNV einrichten. Und wir werden eine weitere Quertrasse hier nach Nienstetten dann ziehen. Das ist ja hier auch einer von den größeren. Ach nee, das ist nicht der ganz große. Nee, das ist das Klostertor da hinten. Aber das macht ja nichts. Da kommt dann nochmal so ein Schienenbus hin. Einfach, weil ich es sau cool finde. Okay, und vielleicht, wenn wir ganz viel Spaß dran haben, kommen wir bei und legen dann auch nochmal einen weiteren Schienenbus nach Othmarschen. Ich glaube, das klingt nach einem richtig guten Programm, weil wir brauchen den ÖPNV und wir brauchen die Ölquellenanbindung und damit sind wir dann doch eigentlich super zufrieden, oder? Finde ich zumindest. Deswegen werden wir Folgendes machen. Wir begeben uns einfach hier mal, aha, Zug 45, um den werden wir uns dann auch kümmern. Das ist der RE160. Ich denke mal, den machen wir, ich schreibe mir das mal eben gerade auf, damit ich es auch nicht vergesse. Den werden wir dann auch als erstes dann beim nächsten Mal gleich gerade ziehen, aber so, wir sind ja eigentlich für etwas anderes jetzt hierher gekommen, so, da kommt er auch schon, so. Schuss, so, genießen wir dieses Bild noch einmal und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken für euer Zuschauen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es denn heißt Train Fever. Und ich hoffe, ihr hattet auch einen Spaß. Ich auf jeden Fall. Eigentlich eine ganz gute Lok, oder? Ich mag ja eigentlich Diesel-Loks viel lieber als elektrische. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass wir sogar 2 Dieselmaschinen hier im Angebot haben. Gut, ich verabschiede mich zum was weiß ich wie vielen Male und sage ciao.